Einwandfrei. Ja, aber so ist es, ne? So ist das. Oder? Und deswegen habe ich zum Achim gesagt, du kannst nicht bei einer Versicherung da reinschreiben, so und so. Da sagt die Versicherung, das kann schon sein, aber wie jetzt? Das war ja ein Unfall. Praktisch. Ne? Der A6 ist von rechts gekommen und der Jürgen fährt raus und der Achim war der Beifahrer. Und der A6 ist voll in der Achim. Und der weiß nichts mehr. Der Jürgen weiß auch nichts mehr, aber der war ja nur 3 Tage im Krankenhaus. Der Achim war ja 5. Ne, die habe ich den in das künstliche. Ja, die habe ich vermutet Schädelbasis. Ja, aber nichts gefunden. Das Einzige, was er noch weiß, wie er zum Jürgen gesagt hat, Jürgen, rechts ist frei. Ja, und der Jürgen ist ja nur deswegen gefahren, weil ich gemeint habe, dass er hier weniger. Ja, hat ja gar nicht gestimmt. Ja, aber der Jürgen ist halt über 2,04 Meter. Ja, der ist über 2,04 Meter. Ja, aber der A6 ungebremst. Neuschnee wie auf Schmierseife. Auf der anderen Seite, ich habe noch nie einen A6 Bremse sehen. Ja, wer kommt denn auf der Autobahn hinten links? Immer von hinten diesen da. Das ist immer der dunkelgraue A6 Kombi. Ja, und den dunkelgrauen A6, ja, den gibt es auch bloß in Grau. Ja, Abblendlicht fehlt serienmäßig. Ja. Ja, wir waren ja schon mal, da war ja schon mal was mit dem A6. Ja, wir fahren ja sonntags immer nach dem Tanken auf die Autobahn. Ein bisschen Ventil. Ne? Da fahren wir immer so 150 Kilometer. Wenn Verkehr ist, brauchen wir eine gute Stunde. Ja. Und genau, und wir fahren auf der linken Seite, fahren so einen LKW. Auf einmal blinkt es von hinten. Grau. Na, was jetzt? Ja, lang hin und her. Da hat der Achim irgendwann bremsen müssen. Ja, und, na, da war was. Irgendwas war da. Ein Bienenschwarm. Eine Hummel. Und bloß, wenn der Achim bremsen muss und einer ist im Knick, geht es klarer Ablauf. Formbremse, erst einmal Scheibenwaschding, 2-3 Mal. Na, bis das hinten einschlägt. Darin nimmt immer das mit dem weißen Schaum, das ist schön. Du bringst einen A6 normal nicht aus der Spur. Den schon. So ist er. Parkplatz raus, ne? Ja, dem ist Risotto gegangen. Ne? Blinkt der raus, mir auch. Ja, Parkplatz. Der Achim steigt aus, freundlich. Na, so kenne ich ihn gar nicht. Nee, der Achim ist ganz sachlich ausgestiegen. Ja, dann hat er die Hundedecke hinten auf. Gedenkt, weiß jetzt. Hat er so schön auf die Seite. Und dann ist er zu dem hier, freundlich. Und sagt, hör ich zu, A6ler. Dann hat er mit einem Ruck der linke Außenspiegel beschlagnahmt. Und dann hat er ihn schön in die Hundedecke rein, dass schön warm ist, und sagt zum mein Bruder, der Jürgen, der fährt einen A6, der braucht einen neuen Spiegel. Gibt's Fragen? Den A6er hätte sehen müssen, der Achim ist 1,90. Und beim Jürgen ist es besser, wenn er sitzen bleibt. Der ist ja über 2,04 Meter. Und sagt der Achim, weiterhin gute Fahrt. Na, hast du ja noch einen Spiegel rechts? Der langt bis heim.
Aber das Wichtige war halt, dass das mit der Versicherung jetzt, ja, das ist ja lang gegangen. Ja, die Versicherung hat über ein Jahr immer wieder hin und her. Ja, und am Schluss haben sie geschrieben, nein. Und jetzt geht's weiter. Danke.